Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Baphomets Fluch 2, die Spiegel der Finsternis. Wir stehen hier rum und werfen einfach mal noch ein Brötchen in den Busch. Ich werfe jetzt so lange Brötchen in den Busch, bis es keine Brötchen mehr gibt. Gefällt den Hornissen gar nicht. Aber es passiert ja einfach nichts. Ist hier noch. Da ist noch eine Kamera, Kamera, Kamera. Das ist alles die Kamera hier. Alles ist die. Wir nehmen noch ein Brötchen. Vielleicht sind die irgendwann so genervt, dass sie dann doch rausfliegen und ihm an seinem Ahornsirupbart bezirzen. Ich weiß es nicht. Aber er macht es ja immerhin immer wieder. Entweder ist es einfach nur so ein Gag oder es passiert doch was. Kamera ab. Das hier muss einfach gut werden. Okay. Schnitt. Kopieren. Das war brillant, Leute. Was? Okay. Die nächste Szene spielt unten am Strand. Das ist die Szene, wo Hawkins den Schatz in der Krebshöhle findet. Sind das zufällig riesige Killerkrebse? Riesige mutierte Killerkrebse und tierisch schlecht drauf. Geil. Ist sie jetzt in Ohnmacht gefallen, oder? Da ist er, der Felsen, den ich vom Kamelhöcker aus gesehen habe. Hier aus der Nähe kann ich eine kleine Höhle nahe bei der Spitze der Säule erkennen. Ich nicht. Ach, da. Da oben. Dieses Loch da. Hey, Sie. Störenfried. Wer? Ich? Natürlich wir. Wer ist denn sonst ein Störenfried, George? Ich will, dass Sie da bleiben, wo ich Sie im Auge behalten kann. Ich bin keiner Ihrer Lakaien, Hawks. Ich gehe, wohin es mir passt. Genau. Aber nicht hier, Freundchen. Die Filmgesellschaft hat diese Insel für die Dauer der Dreharbeiten gemietet. Die ganze Insel. Sie sind unerlaubt hier eingedrungen. Also tun Sie, was ich Ihnen sage, oder Sie fliegen raus. Können wir noch mit ihm reden? Was ist das? Warum drehen Sie nicht in der Höhle, oben in den Felsen am Ende des Strandes? Genau. Wir haben keinen Stuntman mehr. Oh. Hey, ich mache den Stunt. Danke für das Angebot, aber wenn Sie runterfallen, verklagen Sie uns doch. Nein. Ich doch nicht. Haben das alle gehört? Ich hab's gehört. Das langt, dann sind wir abgesichert. Irgendwelche Vorkenntnisse? Todesmutige Sprünge, verzweifelte Faustkämpfe, Explosionen um mich herum, was immer Sie brauchen. Okay, Leute, Bewegung. Wir drehen die Szene am Ende des Strandes. Nein, tun wir nicht. Die Kamera hängt immer noch hier fest. Ach so. Mist, hatte ich ganz vergessen. Kommando zurück, Stobbert. Wir müssen doch diese Höhle hier benutzen. Aber... Sie sehen nicht sehr fröhlich aus. Warum sollte ich fröhlich sein? Schauen Sie sich diese Höhle an. Da soll angeblich der Schatz versteckt sein. Und? Schauen Sie doch hin, die Höhle ist Müll. Sieht so vielleicht ein Ort aus, wo irgendwer seinen Schatz verstecken möchte? Ich hätte mir von den Bühnenbildern eine richtige Höhle bauen lassen sollen. Eine cinematische Höhle. Was meinen Sie mit cinematische Höhle? Eine mit Dramatik. Gefahr. Eine, die aussieht wie der Mund eines riesigen Steinschädels, wäre cool. Aber ich wäre ja schon mit Dramatik und Gefahr zufrieden. Okay. Okay, das ist doch noch. Das ist doch noch eine Kamera. Nimm doch die. Flash? Jo. Jo. Wir können nicht an der Felsnadel drehen, weil der Kamerawagen feststeckt, stimmt's? Mitten ins Schwarze, Partner. Warum nehmen wir dann nicht einfach die Handkamera? Hey, ja. Weißt du, das ist gar keine schlechte Idee. Na, siehste. Ja, nimm sie doch. What? Mr. Hawks mag diese Höhle hier nicht. Er sagt, sie sei nicht cinematisch genug. Und er steht einen Meter neben uns. Wie das Leben so spielt. Der Kamerawagen steckt im Sand fest. Wenn er den Dreh heute machen will, dann heißt es diese Höhle oder keine. Oder halt die Handkamera, was ist... Ach so. Da drüben ist eine ganz brauchbare Höhle an der anderen Seite der Bucht. Die in der Felsnadel? Dafür bräuchten wir einen Stuntman. Sie haben doch einen Stuntman. Wir haben keinen Stuntman. Bird hat sich bei diesem dämlichen Mauersprung den Rücken verletzt. Oh. Aber das machen wir ja, das ist ja schon geklärt. Hier, Hawks, Handkamera. Hallo, hallo? Hawks? Ah, das hat aber gedauert. Ich habe mich mit dem Kameramann unterhalten. Das habe ich getan. Er hat eine tragbare Kamera. Und? Dann können Sie doch in der Höhle in dem Felsen hinten am Ende des Strandes drehen. Ja. Das ist die dramatischste Höhle, die ich je gesehen habe. Total Drama.
Wir haben keinen Stabilisierungsgurt dafür. Die Kamera würde wackeln. Hatte Griffiths etwa einen Stabilisierungsgurt, als er The Birth of a Nation gedreht hat? Eben. Was auch immer Sie das ist. Sie haben recht zum Henker. Hitchcock, Wells. Keiner von denen brauchte sowas. Ja, genau. Und Sam Raimi stabilisierte seine Kamera auf einem Brett. Requisite, besorgt mir ein Brett. Wir schreiben Filmgeschichte. Ganz heiße Kiste. Wir machen einen Cinema-Verité-Piratenfilm. Was? Varieté? George, ab in die Maske. Wir machen aus Ihnen einen Star. Yeah. Schon unterwegs. Endlich wird George ein Star. Und damit werden auch wir ein Star. Wird der jetzt so geschminkt, dass der dem Haiku McEwan Evan ähnlich sieht, oder was? 3 Stunden später. Ah, Tatsache. Wie viele Kostüme so die aber auch haben. In allen Größen, Farben, und allen Farben nicht, aber allen Größen. Ich habe eine Idee, die ich hoffentlich gleich noch umsetzen kann. Ich würde gerne speichern, hallo. Ich habe Angst, ich würde gerne speichern. Ich möchte da nicht runterfallen oder so. Oh mein Gott, das ist eine Zwischensequenz. Es ist der Stein, den Ketch von den Spaniern erbeutet hat. Yes! Der Adlerstein. Wuhu, damit haben wir alle 3, oder nicht? Ich komme nach Caramonte zurück und erfahre, dass George bei Concha eine Nachricht für mich hinterlassen hat. Er ist schon unterwegs zum Indio-Dorf, also muss ich mich beeilen, um ihn einzuholen. Als ich dort ankomme, finde ich eine Stätte der Verwüstung vor. Oh. Was liegt da auf dem Boden, wo du einfach achtlos drüber hinweggehst, Nico? Da liegt irgendwas auf dem Boden, ein Elfenbein oder was? Oha, was ist denn hier passiert? Alter! The fuck happened here? Das ist Georges Sonnenbrille. Der hat das Dorf angezündet? George, wo steckst du? Nur ein kleiner, dicker Indianer. Ich bin fast froh, dich zu sehen. Titipoko? Titikaka. Pipikaka. Wie lustig. Du kleines Arschloch. Nico. Was ist hier passiert? Warst du daran schuld? Und wo ist George? Hast du ihn gesehen? Er zeigt auf die qualmenden Überreste einer Hütte. George ist aber nicht tot, oder? Aber ich speichere mal gerade. Ich speichere mal zur Sicherheit. LP8. Sichern. Wer weiß, was hier passiert. Titipoko, hast du noch irgendwas zu erzählen? Du bist ja so ein redegewandter, eloquenter, unglaublich anregender Mensch. Das ist George's Sonnenbrille, richtig? War er hier? George! Wo ist er jetzt? Hä? Was? Was ist denn das? Das sieht ja aus wie der Stein, den wir aus Paris mitgebracht haben. Aber etwas ist anders. Genau, da ist ein Adler eingraviert. So muss es sein. George muss diesen Stein in der Karibik gefunden haben. Aber was ist hier passiert? Und konnte ihn verstecken, als Karsaks Männer das Dorf angriffen. Okay. Ich hoffe nur, George, ist nichts passiert. Wo ist George? Wo ist George? Sag ich ja. George war hier, stimmt's? Er zeigt auf die qualmenden Überreste einer Hütte. Ja, das hat er eben schon getan. Hier ist ein Fass. Ich bin sicher, dass Titipoko nicht auf dieses Fass zeigt. Ist mir egal. Was ist das für ein Fass? Ein sehr schweres scheinbar. Okay, ja. Titipoko. Das Fass ist zu schwer. You don't say. Zerbrochene Laterne. Eine zerbrochene Lampe. Vermutlich der Grund all dieser Zerstörungen. Ich brauche keine Lampe, denn es ist heller Tag. Außerdem ist sie doch sowieso kaputt. Ja, okay, ist ja gut. Kannst du hier rübergehen? Er hat ja hier in diese Richtung gezeigt. Titipoko. Aber hier kann ich jetzt nicht weiter, ja? Er zeigt doch hier auf die Hütte, was. Aber da ist ja nichts. Die Pfeile ist auch nichts, auch nur die zerbrochene Laterne. Da ist nur Titipoko. Da will ich mal gucken, was war denn dieses weiße Ding da, wo wir eben achtlos drüber hinweggestiegen sind. Ist das vielleicht irgendetwas Wichtiges? Es liegt einfach so völlig
im Weg. Eine Unterhose, geil. Eines weiß ich sicher, die gehört nicht George. Weil ich kenne alle seine Unterhosen, aber wir nehmen sie trotzdem mit. Warum auch immer... Vielleicht kann George damit was anfangen. Ja, jetzt hat George so eine Frauenunterhose und Nico hat eine Männerunterhose. Können sich zusammentun und dann glücklich bis ans Ende ihrer Tage zusammenleben. Vielleicht kann uns Titi Poco ja auch, was das noch ein Fass, etwas über die Unterhose erzählen. Aber erstmal schauen wir uns das andere Fass an. Das Fass sehe auf meiner Terrasse prima aus, mit ein paar Sträuchern drin und so. Ja, nimm's mit, würde ich sagen. In diesem Fass ist nichts. Oh mein Gott. Aber was ist jetzt der Plan, der weiter... Ich will ihn nichts fragen. Warum denn nicht? Maya Stein! Ein sehr heißer und rußgeschwärzter Stein. Kannst du ihn einfach so nehmen? Er ist zu heiß. Okay. Aber mit der Unterhose. Die Unterwäsche ist nicht dick genug, um mich vor der Hitze zu schützen. Was? Was ist das? Das Gewicht ist in alten Imperialen auf der Karte... Ja, okay. Okay, die Unterhose ist nicht dick genug. No. No, Senor. Damit? Na. Maya-Stein. Nee. Kannst du ich davon brauche nicht? Keine. Ja, nimm doch davon irgendwas mit, was. Aber warte, können wir die vielleicht nass machen in dem Fass oder so? Ist da vielleicht Wasser drin? Ich überlege mir kurz, die Unterwäsche zu waschen, aber ich habe gerade keine Megaperls im Gepäck. Aha. Ich dachte, du machst sie nass und kannst dann damit... Nimm den Stein! Stell dich nicht so an! Er ist zu heiß. Bla! Die Unterwäsche ist nicht dicke. Mann! Können wir denn wieder gehen? Können wir einfach wieder gehen vielleicht? Wahrscheinlich dachte sie, nein, ich muss hier George finden oder so. Komm, folge meinem Finger. Toll, du stehst hinter einem Felsen und hier passiert gar nichts. Kommst du da wieder raus, bitte? Dankeschön. Es ist bestimmt wieder irgendein Pixel irgendwo, den ich übersehe. Wo irgendwas ist, was uns hilft. Die Unterwäsche in das Fass tun? Ich meine, das ist ja leer. Seine Unterhosen in anderer Leute Trinkwasser zu waschen, ist schon in gewisser Weise unverschämt. Aber das ist leer. Können wir das vielleicht umhebeln damit, dass es umfällt? Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Aber so als Hebel, nee. Der Haarklammer. Mit dem Gewicht. Nee. Hast ja nur eine Karte. Ha. Der Sonnenbrille. Mit der Haarklammer hatten wir schon. Na, bleibst du stehen? No. Mit der Tasche. Mit dem anderen Stein. Mit dem Schlüssel. Mit der Unterhose. Ich überlege mir kurz, die Unterwäsche zu waschen, aber... Das ist keine Megaperl zum Gepäck. Ja. Wie kommen wir denn jetzt an den... Muss doch irgendwas anderes sein. Ich will ihn... Aber frag ihn doch mal, ob er den Stein vielleicht rausholt. Ist hier noch irgendwas? Hier ist auch irgendwie kein Feuer, wo wir mit der Unterhose irgendwelche Rauchzeichen machen könnten oder so. Wir müssen irgendwie an diesen Kack-Maya-Stein kommen. Und ich weiß nicht wie. Und deshalb schaue ich mal eben nach. Ich habe leider nicht mehr mitgezählt, wie oft ich jetzt schon nachgeguckt habe, aber es waren ein paar Mal. Und das tut mir sehr leid. Aber es geht nicht anders. Benutze das Fass mit Hilfe des kleinen Mannes. Was? Wie benutzt das Fass mit Hilfe des kleinen Mannes? Ah.
Habe ich eben schon gemacht und er sagt sie, es ist zu schwer. Ich habe nicht genug Kraft, um dieses Fass umzuwerfen. Ach, ich muss es zweimal probieren und kann jetzt mit Titi Poco drüber reden. Ach, leck mich doch hey, am Arsch. Kurzer, mach dich mal nützlich und ich mach doch nicht alles zwei, dreimal. Oh, also langsam regt mich das Spiel doch ein bisschen auf. Mann. Danke. Danke. Mal Asche. Der Boden ist mit Asche bedeckt. Asche. Der Gedanke, dass es sich um die Überreste von Menschen handeln könnte, jagt mir Schauer über den Rücken. So, Maya-Stein. Biene Maya-Stein, nehmen wir mit. Das ist der Kojotenstein. Yay. Ich habe den Kojoten und den Jaguarstein. Titi Poco hat den Adler. Nach dem, was der Schamane gesagt hat, ist das alles, was wir brauchen, um mit Tezcatlipoca fertig zu werden. Sehr gut. Zu schade, dass er nicht auch einen Rat hatte, wie wir mit Kersak fertig werden. Na gut, ist der nicht Tezcatlipoca? Was möchtest du mir sagen? Was ist? Worauf zeigst du? Was denn? Ach, Ausgang. Jetzt können wir hier auch gehen. Das hat er uns wahrscheinlich gezeigt. Aber bitte kein Labyrinth mehr, ne? Bitte nicht, bitte, ich möchte nicht schon wieder in einem Labyrinth laufen. Als wir ankommen, wird George gerade die Treppe hinaufgeführt. Oh. Wir haben ganz offensichtlich nicht viel Zeit. Nicht viel Zeit ist super. Gut, und nicht viel Zeit werden wir in der nächsten Folge ausspielen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Baphomets Fluch 2, die Spiegel der Finsternis. Macht's gut. Tschüsschen.